Herzlich willkommen im Atelier von Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um so eine Krups-Vollautomatenmaschine. Man weiß, glaube jeder, der so ein Ding sich gekauft hat, die sind relativ so produziert, dass sie am Ende der Garantiezeit den Geist aufgeben. Das muss nicht unbedingt sein, obwohl Krups alles dafür tut, dass man an das Ding nicht rankommt. Kann man die reparieren, und zwar in dem Fall ist das jetzt eine Undichtigkeit, unten läuft irgendwie Espresso raus, das Mehl funktioniert nicht. Mit anderen Worten, da ist irgendwas mit der Dichtung nicht in Ordnung, und zwar die Dichtung von dem Brühkolben. Ich habe den jetzt hier mal entfernt und ich habe vor allen Dingen neue Dichtungsgummis mir geholt, die kosten 5,50 Euro oder so. Heute angekommen, also kann es jetzt losgehen. Da ist drin zwei große Gummis, O-Ringe und hier ein kleiner. Und wie das jetzt genau eingebaut wird, zeige ich euch eben kurz. Ja, als erstes machen wir hier diese Dichtungsgummis, die alten, die da dran sind, ab. Die sind einfach nur in dieser Rille drin. Man sieht, wie viel Dreck sich da schon angesammelt hat. Und wir machen das Ganze ein bisschen sauber. Ich habe dazu jetzt hier so ein Wattestäbchen mit Essig getränkt, mit dem ich jetzt hier einfach mal die ganzen Sachen raus entferne. Dann kommt hier ein Lappen, auch ein bisschen angefeuchtet, mit dem ich dann nochmal nachgehe. Jetzt wiederum das Essig daraus entferne. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Da reinkommen dann, ja, gucken wir mal, müsste jetzt ja passen. Die beiden. Perfekt. Einmal, zweimal. Dann gibt es in der Packung drin hier, je nach Wunsch, ein wenig Silikonschmiere. Und zwar eine, die natürlich lebensmittelecht ist. So, packen wir das mal da drauf. Wird schon stimmen. So, dieses war der erste Teil. So, aber da war ja noch so ein kleines Ding hier drin, ne? So ein winziges kleines. Und das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn es schon dabei ist, das auch zu wechseln. Hier sieht man das dann und das ließ sich auch gerade ganz hervorragend entfernen, also viel, viel zu gut entfernen. Also machen wir das hier erstmal ein bisschen sauber. So. Und ja. Das neue Drum. Na, komm schon. Auch hier würde ich sagen, besser ist das, ein bisschen was von dem Silikonzeugs drum zu machen. Und gucken wir mal, wie das in dem Loch hier aussieht. Ja, scheint ganz okay zu sein. Und mal hier ein bisschen. Ja. Und fertig. So, hier schaut man von oben in den Brühzylinder rein. Hier ist die entsprechende Aufzug, der sozusagen den Zylinder rauf und runter fährt mit dem Wasserzugang. Ja, und alles ist natürlich mit so lustigen
Sternschrauben gehalten, dass man extra solche Bits braucht oder eben auch wahlweise so ein längeres Teil, wo man dann auch in tiefere, vertiefte Löcher reinkommen kann, um aufzuschrauben. Wie gesagt, es ist extra dafür, dass man möglichst nicht an irgendwas drankommt und irgendwas reparieren kann, weil die Strategie ist ja alles neu kaufen. So, jetzt kommen wir hier zu dem gerade entsprechend fertig gemachten Teil, was da mit ein bisschen, es war drin, also wird es auch wieder reinpassen. Wo war der Weg? Ne, der war nicht von da unten, das weiß ich noch. Das ging nicht, irgendwie hatte er sich hier einen schönen Weg gefunden. War das vielleicht so? Ach, guck mal. Also, soweit dazu. Jetzt das ganze Ding richtig rum anheben. Das wäre dann diese Geschichte gewesen. Na, vielleicht erstmal raus. Nee, das kann nicht sein. So, kommen wir der Sache näher. Also, der ist besser, der zieht besser. So, einmal anziehen, dann das Wasserschlauch wieder anbringen. Der ist einfach nur aufgesteckt. So, das war auch schon die halbe Miete. Eine Sache habe ich noch vergessen. Dieses Teil gehört da noch rein, aber das kann man jetzt auch noch einsetzen. Das macht im Grunde genommen nichts anderes als den diese Kaffeerutscher mit dieser Spirale noch mal sauber. So, also das fehlte noch. Dann, ich baue das jetzt zusammen und der Aufbau ging natürlich in der umgekehrten Reihenfolge. Also gucken wir mal, dass wir alles wieder zusammenkriegen. Das, was jetzt als erstes ist, dieser Rückwand komplett als Einheit wieder nach vorne schieben. So, dann sind hier hinten zwei Schrauben, mit denen man dieses Teil festmachen würde, wo der Wasserbehälter da drin steht. Ich schenke mir das mit den Schrauben, weil die sind jetzt, ich muss ja sowieso wieder dran, wenn ich das nächste Mal das sauber mache. Also lasse ich die Sachen, nur das Nötigste. Das heißt, das ist schon wieder fertig. Jetzt muss das hier an den Seiten, ne, einrasten. So, da unten, auf der anderen Seite genauso. Ein bisschen einrasten. Ja. Fehlt noch ein bisschen was. So. Und noch ein Stück. Dann vor allen Dingen, und das wäre sozusagen das, was man fast als erstes abmacht. Das wäre, nee, kommt erstmal der Deckel. So, das ist hier hinten, wird hier hinten erstmal reingeschoben. Klack, genau. Jetzt hält die Sache schon mal sowieso ein bisschen besser zusammen. Hier diese, ja, Schrauben da habe ich gelöst, Schrauben da habe ich gelöst. Die Schrauben, da ist eine ganz tief drin, völlig sinnlos. Die beiden hier, die mache ich gleich rein. Hier wäre dieser Trichter, der anschließend in diesen Brühkolben reingeht, einzuhängen. Aber ich mache jetzt erstmal komplett das hier einrasten. Weil das Erste ist, was man beim Auseinandermachen im Grunde genommen machen darf. So, dann kommt jetzt hier der Einsatz rein. Ja, wie war er? Eigentlich müsste er
Okay, so. So sein. Das hier ist übrigens nach dahin die feinste Malweise. Jetzt die beiden einzigen Schrauben, die ich nochmal wieder reintue. Das ist einmal hier die und einmal hier die. So, das wäre das. Dann, ja, was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen natürlich die entsprechenden Teile hinten dran. Das ist einmal das Wassergefäß. Hier dieser Schieber. Und das Teil. Die Rutsche, wie gesagt, könnte jetzt hier noch rein. Dadurch kann man gleich nochmal, zeige ich euch gleich nochmal genau, wie innen drin denn dieser Brühkorb und das ganze System funktioniert. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Im Abspann zeige ich gleich noch, wie dieser Brühkolben da drin funktioniert. Tschüss!